Ja, liebe Freunde, willkommen zum Talk zum Wochenende, respektive zu Samstag. Ja, wenn ihr das Video schaut, müsste jetzt eigentlich ungefähr 08:30 sein. Ja, ich habe ja eine Aktion gestartet für alleinerziehende Eltern, die Probleme haben, oder einfach auch andere Freunde, die eben jemanden kennen, der Probleme hat. Ja, und es kamen nicht wirklich viele Briefe an, es kam eigentlich nur ein Brief an. Dieser Brief werde ich aber versprechen, da werde ich auch noch was machen. Ja, ich habe eine neue Idee. Ich will was tun und was Gutes tun, und da muss halt was kommen. Ja, ich kann ja nicht einfach sowas tun, obwohl ich hier schon was anteasen kann, liebe Freunde. Und zwar werden ich und Michi, der den Bot entwickelt und den Indikator von uns gemacht hat, etc., der wird mich dabei begleiten. Und zwar werden wir in der Schweiz ein Waisenhaus besuchen. Wir sind noch am Überlegen, ob wir es am Weihnachten machen oder davor. Ein sehr enger Freund von mir, CEO von Franz Karl Weber. Das bedeutet, wir werden Geschenke kaufen gehen bei Franz Karl Weber. Wert von 2.000 oder 3.000 Dollar, mal schauen. Und ja, und dann gehen wir da hin und schenken da Geschenke. Auf das freue ich mich, da wird mich begleiten, das werden wir ein bisschen filmen, ein bisschen Emotionen einfangen, das wird richtig, richtig cool. Ja, und dabei wurde mir dann eigentlich klar, hey, wieso mache ich denn nicht, ich will ja eh für Kinder was tun. Also, jeder da draußen, also nicht jeder, aber die meisten haben ja bereits schon Kinder. Oh. Und vielleicht gibt es ja von einem Kind da draußen einen Herzenswunsch, den ihr gerade nicht erfüllen könnt. Ja, der Grund, Inflation, Gaspreis, was auch immer, scheißegal. Lasst das Kind mir einen Brief schreiben an meine Firmenadresse. Ich schreibe sie unten nochmal in die Beschreibung hinein. Es kann auch eine Zeichnung sein, es kann auch irgendeine Videostory sein, es ist egal, aber lasst mir da was zukommen. Es darf wirklich auch ein Video sein. Können wir über Telegram ein Video von dem Kind schicken? Warum es sich das wünscht, wieso das ein Herzenswunsch ist, wieso es vielleicht gerade nicht geht anders. Und wir in der Community entscheiden dann über, wieso ich suche die drei Besten raus, und wir entscheiden dann, welches Kind wir glücklich machen können und einen Herzenswunsch erfüllen können. Da würde ich mich richtig freuen darüber. Also wäre es natürlich mega lieb von euch, wenn ihr dieses Video ein bisschen polarisiert, dass es ein bisschen rund geht, ja, viral wird, damit wir da so viel wie möglich Post kriegen und da auch wirklich was machen. Ich will was tun, Leute. Und das geht nur, wenn ihr mir eine steile Vorlage gibt. Also das wäre auf jeden Fall eine Idee. Und da würde ich mich richtig freuen darüber. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir auf jeden Fall mal weiter, ob wir das ein oder andere Kinderherz beglücken können. So, wenn du aber schon eine andere Idee hättest, die auch interessant und spannend sein kann, dann schreib es sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich schaue mir das an, vielleicht wird es etwas fürs kommende Jahr. Man darf nicht vergessen, Weihnachten steht auch noch bald vor der Tür, und wir hatten letztes Jahr ein Riesen-Special gemacht. Wir werden dieses Jahr sicher auch irgendwas machen, mal schauen, was wir tun. Freue mich auf jeden Fall. Ja, also, lasst gerne einen Daumen da, sage tschüss aus der Schweiz, bleib gesund und ein mega schönes Weekend. Tschüss zusammen.